Kommen nun in aller gebotenen Kürze zum dritten Kandidaten, das gute Leben. Das gute Leben ist ein Ausdruck, den insbesondere Philosophen gern verwenden und der wahrscheinlich weniger umgangssprachlich ist. Aber auch mit dem Begriff des guten Lebens gibt es Probleme. Was ist gut, müssten wir zunächst fragen, um dann zu verstehen, was wir eigentlich unter dem guten Leben verstehen wollen. Gut klingt zunächst natürlich wie ein Eigenschaftswort. Ein gutes Messer, gute Augen oder auch ein gutes Leben. Auch wenn gut zunächst wie ein Eigenschaftswort aussieht, benutzen wir das Wort gut doch anders. Wir sagen von etwas, dass es gut ist, wenn wir es unter einer bestimmten Perspektive sehen, nämlich unter der Perspektive des Zwecks. Wir sprechen zum Beispiel von einem guten Messer, weil das Messer einen Zweck erfüllt. Das Messer ist ein Gegenstand, was wir hergestellt haben, um etwas zu schneiden. Und ein gutes Messer ist jetzt ein Messer, das diesen Zweck erfüllt, auf besondere Weise. Oder wir sprechen von guten Augen, weil Augen zum Sehen da sind. Die haben einen Zweck. Und Augen sind dann gut, wenn sie diesen Zweck gut erfüllen. Was wäre jetzt zum Beispiel ein gutes Zebra? Keiner würde so schlechthin von einem guten Zebra sprechen, aber vielleicht gibt es doch eine Perspektive, unter der man von einem Zebra sagen kann, es sei gut. Und auf diese Perspektive weist insbesondere der Konstanzer Philosoph Peter Stemmer in seinen Überlegungen zum guten Leben hin. Ein Zebra ist dann gut, wenn ich beispielsweise auf einer Safari bin, stellen Sie vor, ich bin Zoobesitzer, und suche ein kräftiges Zebra für meinen Zoo, was auch reproduktionsfähig ist. Und jetzt schaue ich auf die Herde der Zebras, sehe eins da und sage also zu dem Jäger, der mit der Betäubungspistole daneben steht, du, das ist gut, das ist ein gutes Zebra, das nehmen wir. Ein Zebra ist also gut, wenn es einem Zweck, meinem Zweck, dient. Aber ein Zebra ist nie an sich gut. Wir müssen also mit einer Perspektive an die Dinge herangehen, die etwas mit dem menschlichen Leben, mit unseren Wollen, mit unseren Wünschen zu tun haben, die wir an die Dinge herantragen, damit sie gut oder schlecht sein können. Unser Wunsch, das Messer möge schneiden. Unser Wunsch, die Augen mögen sehen. Unser Wunsch, das Zebra möge stark sein. Ein gutes Leben, das übertrage ich jetzt einfach, ist ein Leben, was unseren Wünschen entspricht, die wir an das Leben haben. Ein Leben, in dem das in Erfüllung geht, was wir uns von unserem Leben erwarten, erwünschen und wünschen. Nun gibt es da natürlich ein Problem. Das Problem besteht darin, dass viele Menschen sich Dinge in ihrem Leben wünschen, sie mögen geschehen, weil wir hoffen, dass es uns dadurch besser geht, dass unser Leben einfacher wird, dass wir zufriedener sind mit unserem Leben. Nur tatsächlich ist es so, dass wenn diese Dinge dann geschehen, wir keinesfalls glücklicher und zufriedener mit unserem Leben sind. Denken Sie an die bekannten Fälle von Gewinnern von Lotterien, die irrsinnige Summen gewonnen haben und deren Leben danach völlig zerfällt, die unglücklich werden mit ihrem Geld. Wir müssen uns also um Kriterien bemühen, was wir sinnvollerweise wünschen können. Das heißt, um Kriterien, die uns sagen, was muss tatsächlich in Erfüllung gehen, damit es uns dann besser geht. Der Begriff des guten Lebens ist also ein viel zu subjektiver Begriff, ein viel zu unaufgeklärter Begriff, könnten wir sagen, wenn wir uns Gedanken darüber machen wollen, an welchem Begriff wir uns denn orientieren sollen, wenn wir das oberste Gut oder das letzte Ziel bestimmen wollen. Natürlich, auch hier bleibt positiv festzuhalten, dass das oberste Gut, das letzte Ziel irgendetwas sein muss, mit was wir selber wollen können, was wir bejahen können. Und dieser Aspekt, dass das, was wir leben, von uns bejaht und gewollt werden kann. Diesen Aspekt wollen wir aus der Diskussion des guten Lebens mit in den Begriff des gelungenen Lebens hineinnehmen, zu dem ich jetzt abschließend etwas sagen möchte.